Der Fall von Zhu Ling, die vor etwa 20 Jahren vergiftet wurde, sorgt erneut für Schlagzeilen und hat es nun sogar bis ins Weiße Haus geschafft. Die Studentin der Tsinghua-Universität wurde 1994 mit Thallium vergiftet, einer hochwirksamen Chemikalie. Ihr zentrales Nervensystem erlitt dadurch erheblichen Schaden. Einer Querschnittslähmung ist sie nur knapp entkommen. Viele glauben, Zhus damalige Mitbewohnerin Sun Wei sei dafür verantwortlich, doch sie wurde nie angeklagt. Die Öffentlichkeit weiß um ihre familiäre Situation. Sun Weis Großvater war ein enger Freund des ehemaligen Führers Jiang Zemin und ein Cousin ihres Vaters war stellvertretender Bürgermeister in Peking. Sun lebt nun in den Vereinigten Staaten. Daher wenden sich die chinesischen Bürger mit dem Online-Petitionssystem We the People an das Weiße Haus. In nur 3 Tagen gab es 100.000 Unterschriften. Dabei braucht eine solche Petition nur 25.000 Stimmen, damit sich die Obama-Regierung des Falles annimmt. Obwohl viele Sun Wei verdächtigen, möchte ich mit meiner Unterschrift nicht ausdrücken, dass sie schuldig ist. Vielmehr möchte ich, dass die chinesische Regierung den Fall untersucht. Wenn solche Dinge geschehen dürfen, ist niemand mehr sicher. Wenn das Gesetz ausgehebelt wird, kann es niemanden schützen. Nicht nur er, viele Chinesen beschweren sich im Netz darüber, dass die chinesische Regierung keine angemessene Untersuchung eingeleitet hat. Der Herausgeber des Zai Chi Magazins schreibt, nun ist die Website des Weißen Hauses zu Chinas Staatsbüro für Briefe und Beschwerden geworden. Die Petition fordert nicht nur die Untersuchung des Falls, Sun Wei soll auch von der US-Regierung ausgeliefert werden. Für Suns Familienhintergrund und dessen politische Verwicklungen interessiert sich jeder. Die USA sollten auch genauer hinsehen, denn jemand, der ein solches Verbrechen begeht, stellt ein großes Sicherheitsrisiko dar. Das erneute öffentliche Interesse bewegt nun auch Chinas Zensoren. Suchbegriffe wie Zhu Ling und Sun Wei sind auf Weibo geblockt.